Answer me that. Just answer me that! Your own family. Your own blood. What the hell were you thinking? What in the hell crossed your mind? What the fuck is happening to you? You've ruined our family. What am I gonna do now? What am I gonna do? What am I gonna do now? Ich habe nichts gemacht, glaube ich. Ja, hi und herzlich willkommen bei Madison. Eine Geschichte, die ich schon... Oh, schöner Fernseher. Eine Geschichte, die ich schon sehr, sehr lange auf der Wunschliste habe. Und ich glaube, die ganze Geschichte hat auch 5 Jahre Entwicklung gebraucht. Hat auf jeden Fall... interessant geklungen mit dem Dämon, der in uns wohnt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das der vielleicht ist, der da angeklopft hat, keine Ahnung. Und sah halt von den Bildern und alles echt interessant aus. Mal gucken, was uns erwartet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eher für PC ausgelegt ist, von der Steuerung, zumindest vom Laufen ist halt noch ein bisschen, aber wir gucken mal. Ich mache da mal noch nicht auf. Kann ich... Oh Gott. Warte mal, kann ich da so? Nee. Oh Gott. Ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht für Controller unbedingt ausgelegt, komplett. Uns wird auf jeden Fall Rätsel und sowas erwarten. Und hoffentlich ein schönes atmosphärisches Erlebnis. Aber wenn ich halt eine Tür aufmachen muss und dabei X gedrückt halten muss und das mit dem rechten Stick ist ein bisschen doof. Gerade wenn es schnell gehen muss. Mal gucken. Greifen. Oh. Was habe ich denn hier? Was ist Sonnenkiste? Ah, kann ich doch aufmachen. Oh, schön. Ja. Mal gucken. Wo? 1 von 8. Okay. Wir können uns ja später auch mal ein Bild machen. Ach so, ein bisschen rennen kann ich auch. Kann ich das hier überhaupt? Ja, Sonnen benutzen. Ah, ich brauche wahrscheinlich eine Axt oder irgendwie was. Okay, wahrscheinlich muss ich dann doch zu dem komischen, gruseligen Mann da hin. Eigentlich wollte ich das ja nicht mehr machen, zum Release-Tag so eine Geschichten rausbringen. Weil entweder muss ich übelst lange wach bleiben und dann weiß ich gar nicht mal, ob es schon raus ist oder ob ich es dann gleich laden kann. Oder relativ früh aufstehen, gerade wenn es jetzt so wie jetzt auf dem Freitag. Ich muss das jetzt früh um knapp um 7 Uhr aufnehmen, weil das muss ja noch rendern. Und das muss auch hochladen, bevor ich dann zu spät gehe. Deswegen immer ein bisschen doof. Immer mal aus hier. Aber was mich... Ich mach mal doch mal wieder an. Dann habe ich mehr Licht. Was ich dann auf jeden Fall am spannendsten fand, weil alles, was so mit Kamera und keine Ahnung, ist ja genau meins. Deswegen, ja toll. Dad. Ach, ist Dad. Okay, ich habe jetzt zwar eine Sonnenkiste mit Fotos, das bringt mich jetzt aber nicht so viel weiter hier. Stuck ich jetzt hier schon? Weil so wie es aussieht, brauche ich doch hier eine Axt oder so. Ja, toll. Ich habe die Sonnenkiste, die kann ich aber nicht benutzen. Ich spiele die ganze Geschichte auf normal. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht auf schwer spiele. Weil du hast eh automatische Speicherpunkte. Und Dad, please, unendlich Fotos. Please talk to me. I don't understand what's going on. Dad, stop. You're not making any sense. Kann ich mich auch hinhocken irgendwie? Also die Kamera habe ich, glaube ich, anscheinend noch nicht. Oder? Nee, also ich habe noch keine in der Hand. Ich habe zumindest mal ganz kurz in die Steuerung reingeguckt. Kann ich die Tür zumachen? Muss ich mich einschließen? Achso, ist er wieder hiermit. Nee, also ganz zumachen kann ich sie nicht, wenn ich hier drin bin. Dad macht keinen Scheiß. Hä? Oh, warte mal. Mir fällt noch was ein.
Nee, ich will nicht benutzen. Ich kann mir das auch bloß angucken. Ich kann das untersuchen. Ich kann die Fotos rausholen. Aber ich kann halt auch nicht später damit machen. Da ist noch eine Nummer unten. Ich weiß nicht, ob das noch wichtig wird. Bei dem auch, aber die ist übel schlecht lesbar. Luca. 547. 567, so. Nein, Mann. Es ist eine schöne Sonnenkiste. Aber ich habe jetzt keine Axt oder irgendwie sowas. Rotieren? LOL. Muss ich mir hier Licht machen? Okay. Also hoch komme ich hier nicht, ne? Aber da war noch was anderes gewesen. Warte mal. Also es könnte vielleicht mehr auf Rätsel und Atmosphäre ausgelegt werden, was jetzt nicht so schlecht wäre. Hä, war hier nicht noch gerade ein Auge? Hä, wo war das Rotieren jetzt? Hier war das Rotieren. Vielleicht kann ich auch damit erst bloß irgendwie was sehen. Lol, da unten ist die Axt, oder? Nein, doch nicht. Das war bloß ein Schritt. Ja? Okay. Sieht aus wie ein... Also hier werde ich den Türknopf ja nicht nutzen können, ne? Ja, das wäre dämlich. Finde ich aber mal eine interessante Art, das zu machen. Ich meine, da ist, guck mal, da ist doch eine Luke. Aber da kommen wir halt nicht hin. Ich komme an dem Ding, glaube ich, auch nicht vorbei. Also es könnten welchen dauern, was denn? Achso, das ist damit gemeint. Siehst du? Also die Luke theoretischerweise. Aber wie kommen wir da hin? Ich meine, ich habe einen Türknauf. Und das brauche ich 100 Pro, damit ich überhaupt was sehen kann. Oh, warte mal, da habe ich noch was gesehen. Ach, hier war doch gerade noch ein Auge. Oh, lol. Lol. Okay. Ganz ehrlich, das ist schon mal doof, dass ich das immer mit einem anderen Stick machen muss, oder mit dem rechten Stick machen muss. Okay, deinem Cousin Romeo, aha. Kann ich ihn auch aufmachen? Also was da drinnen steht? Anscheinend nicht. Das sind wir, ne? Steht immer noch das Gleiche. Okay, aber lesen, also richtig lesen kann ich nicht. Weiß ich nicht. Wir gucken mal bei der Luke. Ich wollte gerade sagen, wo soll denn der da bitte ran? Aber okay. Nee, finde ich aber schon mal schön, dass man wenigstens sich so ein bisschen den Weg bahnen muss. Also, dass man da... Natürlich. Dass man da... Ja... Ich habe halt bloß die Treppe hier an der Seite gar nicht gesehen. Dass man sich erstmal ein bisschen dicht machen kann. So, Problem, Ding ist jetzt, geht das überhaupt? Ah, gut. Ich werde jetzt nämlich von der Brechstange ausgegangen. Oh, na super. You are not my son. Ich habe gar nichts gemacht, Alter. Kann ich jetzt hier einfach durch? Yay. Come on. What an idiot I was. Maybe I can get out through Grandpa's house. Ow. I gotta get out of here. Ja. Ich will aber auch nichts übersehen. Also ich glaube, Sammelsach oder so gibt's hier nicht. Was? Warum da ein Auge? I won't be able to go back. Ach so. Leute, ich dachte, wir sind einen Stockwerk runtergefallen oder so.
Escape the Mansion, würde ich mal sagen. Ja gut, da habe ich... Ja, nee. Wäre auch zu schön gewesen. Unser guter alter Hammer bringt uns da nicht weiter. I need to find a way out. Before Dad notices I'm here. Ich habe das Gefühl, er weiß das schon. The fuck? Okay, die Uhr wollte sich auch bloß mal melden, ne? Halt, warte, was denn? Ich kann... Na super, ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, was wir da drinnen finden. Warte. Grandpa was just like Dad. Der hat irgendwie komische Proportionen, ich weiß auch nicht. Bevor wir uns die Kamera schnappen. What's this? Aha. Natürlich abgeschlossen. It must be broken. Na? Ist das wirklich 1152, was da oben steht? Bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich gehe gleich zur Kiste, keine Sorge. Ich will die Kamera ja auch haben. Ich will bloß mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Nee, so einfach ist es dann doch nicht. Ist doch 1152, oder? Wer weiß, wir gucken mal. My birthday present? How did it get here? Sehr schön. What? Ja, die Tür ist jetzt wieder offen. Okay, wir können mit der Kamera an... Who the fuck is this? Wir können mit der Kamera anscheinend... Ich weiß nicht, ob wir damit Türen öffnen können oder generell dann Dinge sehen können, die wir sonst nicht kennen. Warum kann ich denn das jetzt mitnehmen? Ist das Opa? Ich schätze mal, das ist Opa, ne? Hat der hier einen versteckten Pornokeller? Ich meine, das werde ich nicht aufmachen können, aber ich würde halt immer noch sagen... Ach, 1258. Gut, das sah ein bisschen anders aus. Oder ist doch... Hä? Ist 1258. Aber irgendwie aufmachen oder so kann ich das nicht. Oder ist das nicht richtig drin? Ah, scheiße, da ist... Warte, hier ist ja noch eine Nummer. Ernsthaft, 1234? Also kann auch sein, dass der Hinweis schon hier drauf ist, aber dass wir... dass der noch irgendwo anders ist. Okay, 5670. Ich muss das jetzt ausprobieren, auch wenn das ein bisschen dauert. 5, 6. Auch nicht. Oh Gott. Warte mal, damit ich es auch lesen kann. Okay, 1213. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwas Spezielles ist oder ob wir das unbedingt brauchen, um weiterzukommen, aber... Okay, das geht anscheinend auch nicht. Hatten wir 5670 schon gehabt? Ich und meine Vergesslichkeit.
Das Ding ist bloß, kann auch sein, dass wir heute gar nicht mal so viel schaffen. Wie gesagt, die Renderzeit braucht ja ein bisschen. Und so, ne? Und hochladen muss ich halt auch noch. Ansonsten kommt die Folge heute nicht pünktlich raus. Für den Rest werde ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, aber kann es nicht unbedingt versprechen. So, die hatten wir auch. Und da hatten wir noch 2801, glaube ich. Ist jetzt das letzte, was ich gesehen habe. Ich kann dann zwar nochmal ganz kurz gucken, aber ich glaube. Scheiße, was habe ich gesagt? 2801. Immer noch. Oder ist das hier auf dem Henkel irgendwie oben? Die hatten wir. Willst du mich verarschen, Spiel? Warte, ich probier's. Alter, wie viele Kombis soll ich denn hier ausprobieren? Oder das sind alles, die nicht funktionieren? Wir kriegen den Hinweis erst woanders. Okay, lass uns mal ein bisschen weiter latschen. So, mal richtig aufmachen hier. Who the fuck ist das? Oh, warte mal. Scheiße. Ich wollte eigentlich nochmal zur Uhr hinter. Aber die ist nicht mehr da, ne? Oder ist die noch da? Ich kann hier auch, glaube ich, gar nicht mehr vorbei. Okay. Warte mal, kann ich das vorher abmachen? Nee. Okay, da war nichts gewesen. Lul, ich komme hier aus dem Dings nicht raus, bis ich die Dings gemacht habe, ne? Willst du nicht die Kombination rausfinden? Also ich würde es feiern, wenn das so gehen würde, aber halt. Okay, ist bloß eine Wand. Ja gut, wenn da was dran war, dann wahrscheinlich bloß ein Bild oder sowas. Aber es kann ja auch sein, dass wir den Hinweis, finden. Okay, warte mal, das Tresor vielleicht. Okay, einen Schlüssel kann ich nicht benutzen. LOL. Okay, ich kann noch mal kurz, aber wir haben den Gang wieder und am Ende des Ganges eigentlich ist halt sehr, sehr dunkel. Ich würde sagen, sollten wir aber doch eigentlich den Schlüssel benutzen können, oder? Hier ist noch ein Schloss. Okay, können wir auch. Da steht eine 4 oben, habe ich jetzt gerade erst gesehen. Die Bilder können wir uns zumindest da auch noch mal angucken, das ist sehr schön. Okay, und hier brauchen wir dann einen speziellen Schlüssel. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen halt wirklich das Schloss irgendwie erstmal knacken. Aber welche Kombi? Du kannst halt. Das sieht doch so aus, als ob ich hier das Bild dran hängen kann. Wo ist denn das? I should find a nail or something to hang it with. Okay, aber wo? Albert Maxwell. Okay. Ist aber schön, dass man jetzt wenigstens hier wieder ein bisschen was sieht. Nägel sollte ich finden. Kann ich die Nägel nicht. Ich finde es erstmal schön, dass hier wieder Licht ist. Bringt mir wahrscheinlich nichts, hier weiter rein zu latschen. Hätte ja sein können, dass hier irgendwie ein Nagel oder sowas. Was ist denn mit den Nägeln, die er rausgezogen hat? Mit der Dings? Hätte er auch nutzen können. Okay, warte mal. Wenn wir schon die Kamera gekriegt haben, vielleicht ist es ja auch so einfach. Und ich komme einfach nicht drauf.
weil ich mich zu sehr versteift darauf habe. Nee, da ist nichts. Oder könnte ich hier auch... Nee, Dings kann ich nicht machen. Das ist bloß Opa. Ist auf der Rückseite irgendwie ein Hinweis? 1968. Das funktioniert ja nicht. Hä? Ich probiere mal 1968. Okay, geht auch nicht. Ich meine, ja, hier habe ich noch Haufen Nummern, aber um die durchzugehen, boah, habe ich jetzt ja gar keine so wirkliche Lust. Und das will ich euch ehrlich gesagt nicht antun. Warte mal, was ist, wenn wir hier mal spaßeshalber... Den Hinweis haben wir nicht. Und ich sehe bloß, da drüben fehlt zum Beispiel ein Bild. Kann auch sein, wenn ich die, ich werde gleich mal gucken, wenn ich mir die mir im Inventar angucke, dass man dann eher was sieht. Aber, ach, da oben. Doch, da oben fehlt auch ein Bild. Und ich brauche auf jeden Fall einen Nagel. Arbeitszimmerschlüssel, ja, wo wir nicht reinkommen. Wo sind denn die? Untersuchen. Ja, toll. Ah, okay, gut, hier können wir so durchgehen. Warum steht da 6 von 8? Also vielleicht ist das doch so kapitelmäßig unterteilt, dass du halt bestimmte Anzahl an, weiß nicht, Bildern oder Sachen finden musst. Und dann passt das schon wieder. Und dann kommst du halt in die nächsten... Ich habe halt wirklich die Befürchtung, wir müssen das Schloss da erst knacken und kriegen dann irgendwas, um hier weiterzukommen. Weil so schließt sich mir das noch nicht. Oder wir müssen halt wirklich, jetzt geht alles abfotografieren, in der Hoffnung, dass wir irgendwo einen Hinweis sind oder so. Das ist an sich ganz cool. Das Problem ist bloß, wenn solche Sachen relativ lange dauern oder so. Das habe ich zum Beispiel bei Visage auch das Problem gehabt. Dass das dann gefühltmäßig zumindest zum Zugucken relativ langweilig werden könnte. Und für einen selbst aber auch irgendwie, ne? Weil man halt keinen wirklichen Fortschritt macht. Oh lol. Ja, da ist der Nagelmann. Da ist der... Typ, Mann, Luca, wo ist denn... Geht doch. Die Sache ist, an sich habe ich ja kein Problem damit, das jetzt in einer halben, dreiviertel Stunde aufzunehmen oder so. Es liegt halt bloß an der Renderzeit. Okay. Opas Dings ist da. Aber das war's. Ich hab ja nichts weiter. Lol, warte mal. Warum ist denn da oben jetzt ein Foto? Sollte ich laufen? Oder hat Opi was für uns? Warum hat... LOL. Natürlich ist die zu. Aber warte mal, wir haben doch noch ein... Ist das Arbeitszimmer? Nee, ist... Doch, ist es.
Ach so, ja. Ja, na, nu. Machst du ja mit dem Controller wirklich ein bisschen doof. Hallo. What the hell has Dad been doing here? Dad said he was repairing Grandpa's house, but instead he's been investigating this woman? What is going on? Wer ist denn jetzt diese Frau? Streichhölzer, nimm mal mit. Okay, oder wir nehmen den Schlüssel mit. Aha, Polizeibeamter Russell bezeugt, wie wir von der Polizeistelle informiert wurden, hat der Beamte, der das Leben von Madison beendet hat, ausgesagt, dass die Serienmörderin vor ihrem Tod um ihr Sofortbildkamera gebettelt hat. Es wird vermutet, dass die 43 Jahre alte Frau Fotos von ihrem Opfer gemacht hat, nachdem sie diese verstümmelt hatte. Kathedrale von St. Jupiter, die Kirche des Grauens. Nach einer langen Reihe von Vorfällen ist die Kathedrale von St. Jupiter wieder in den Schlagzeilen, weil sie eine öffentliche Totenwache für die Seele der 43 Jahre alten Serienmörderin Madison Hale abhalten will. Diese hatte vergangenen Monat insgesamt 4 Leute ermordet. Die Wache ist öffentlich und der Eintritt ist frei. Laut den Worten der Priester wollten sie versuchen, Madisons Seele mit göttlichem Licht zu füllen, damit sie die Tore des Himmels erblicken mag. Ja, dann besser wäre nicht, ne? Madison Hale, 43 Jahre alt, Serienmörderin. Serienmörderin Madison Hale wurde von Polizeibeamten Russell erschossen, der kürzlich bezeugt hatte, sie dabei ertappt zu haben, wie sie ihrem Opfer in einen Brunnen auf ihrem Besitz verstümmelte. Madisons qualvolle Stunden vor ihrem Tod. Obwohl ihr in den Bauch geschossen wurde, überlebte die Mörderin noch für einige Stunden. Serienmörder gestellt und ermordet. Bis zu 4 menschliche Körper involviert, die... Doch. Die Polizei fand verstümmelte Körperteile in ihrem Keller, der den Beschreibungen nach aussah wie aus einem Film. 4 zerstückelte Leichen wurden in Hales Haus gefunden. Angeblich gab es 4 Opfer. Hexerei oder Geisteskrankheit? Beweise für eine Geisteskrankheit wurden im Haus der 43 Jahre alten Madison Hale gefunden. Anscheinend wollte sie ein finsteres Ritual durchführen, bei dem wohl möglich Menschen ermordet und zerhackt werden sollten. Die Polizei. Und das waren hier auch allerdings, ne? Nee, doch nicht. 3 alte was? Satanistin tötete ihre eigene Familie während einer Hexenzeremonie. Man mag es kaum glauben, aber die 43 Jahre alte Frau wurde dabei ertappt, wie sie Bilder aufnahm von ihrem, ja. Madison Hale hat die Körper ihrer Opfer in einem Brunnen in ihrem Keller geschmissen. Serienmörderin erlitt tödlichen Schuss in den Bauch. Grauenerregende Bilder von den Körpern der Opfer wurden in Hales Kellern gefunden. Die Frau nahm die Bilder von den toten Körpern auf, nachdem sie zur Schule ging. So, ist aber nicht für alle. Nee, gut. Das wurde gleich zusammengefasst. Sehr schön. Hallo? Sollte ich hier ein Foto machen? Ich bin mir nicht so sicher. Okay, aber was für ein Ritual hat die durchgeführt? Das ist ja die Frage, oder wofür? Ah, muss ja irgendeinen Sinn gegeben. Tape. Meins. Oh, warte mal, das sieht... Ah, nee, den Schlüssel habe ich ja schon mit... J. Lol, funktioniert sogar. Ich weiß nicht mal, was das ist. My notebook? So Dad's the one who took it away from me. It's empty. Okay, ich guck trotzdem bloß nochmal die Dings durch. Was haben wir hier? John, ich hoffe, das wird dir nützlich sein. Sei bitte vorsichtig, denke daran, worüber wir gesprochen haben. Ich melde mich wieder so schnell ich kann. Priester Thomas. Ich weiß, dass Bandaufnahmen altmodisch sind, aber ich bin nicht so gut mit Computern. Priest Thomas? Okay. Ich würde das halt gerne noch anhören. Aber... Was sind das für Geräusche hier? Wir latschen hier rum. Ich habe das Gefühl... Wir werden irgendwann mal gejagt werden. Grandpa's house. I haven't been here since he died.
würde es halt wirklich gerne nochmal anhören, aber das Problem ist halt mir, es liegt halt nur an der scheiß Renderzeit. Das ist das einzigste. Oh. Okay, dann werden wir uns das Tape noch anhören. Ich weiß jetzt nicht, wo es das letzte Mal gespeichert hat, aber dann werden wir uns hier auf jeden Fall wiedersehen. Fuck. This storm must have taken out the power. I think Grandpa had a generator in the basement. Natürlich im Keller. Okay, dann wandern wir aber morgen in den Keller. Wie gesagt, ist halt bisschen doof von der Zeit her, deswegen mag ich das eigentlich nicht oder nicht mehr am Release-Tag so eine Geschichte aufzunehmen. Aber was willst du machen? Sonst bleibt der Spot halt heute Abend frei, das will ich nämlich auch nicht. Ich hoffe, man konnte wenigstens einen kleinen Einblick geben, worum es geht. So horrorig, ja, wenn man schon vieles gespielt hat, man kennt es halt schon, die Geräusche sind ganz cool gemacht. Ich denke mal, aber da kommt noch viel, viel mehr, gerade wenn man vielleicht ein Foto macht, dann kommt irgendein Viech, was ihn dann noch jagen muss oder sowas, wo dann noch ein bisschen die Pumpe geht. Deswegen, ich hoffe, der erste kleine Einblick hat euch trotzdem gefallen. Ja, und ich werde jetzt nicht so viel mehr weiter rumschwafeln, weil ihr wisst ja, Renderzeit. Aber ich werde es versuchen, ungefähr so zu machen, dass wir wenigstens pro Folge immer irgendwie was doch Spannendes drin haben, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen dann. Ciao, ciao.